Es gibt verschiedene Formen von Zeichen. Das kann sein, dass zum Beispiel eine Zahlenkombination die für dich ein Zeichen ist. Das kann eben sein, dass ein Radiogespräch oder die Musik oder irgendwas im Fernsehen ein Zeichen für dich sein kann. Ganz oft werde ich immer wieder gefragt, hey Pascal, können mir Verstorbene noch irgendwie eine Botschaft geben oder ein Zeichen geben? Und eigentlich die einfachste Kommunikationsform von einem Verstorbenen mit den Hinterbliebenen ist genau über diese Zeichen. Was meine ich genau mit diesen Zeichen? Vielleicht hast du es auch schon erlebt oder schon mal festgestellt, dass ja, du dich fragst, geht es deinem Vater oder deiner Mutter in der geistigen Welt gut? Sind sie immer noch da? Und vielleicht genau in diesem Moment beginnt das Licht zu flackern. Oder du denkst an deine verstorbene Mutter und schaltest das Radio ein und da läuft dann genau das Lieblingslied. Zeichen gibt es ganz viele und Verstorbene können wirklich Zeichen geben, meistens einfach zum Beispiel auf elektronische Geräte oder auf Dinge, die unter Spannung stehen oder elektromagnetische Felder. Nicht jeder Verstorbene gibt Zeichen. Und ich habe mich oft gefragt, warum geben nicht alle Verstorbenen Zeichen? Manchmal sogar, wenn eine Familie oder jemand enorm in Trauer ist, ja, wenn es denen wirklich sehr, sehr schlecht geht, bekommen die gerade kein Zeichen. Und ich habe mich oft gefragt, warum bekommen gerade die kein Zeichen und andere Menschen, wo natürlich auch in Trauer sind, aber die vielleicht die Trauer schon ein bisschen verarbeitet haben, bekommen ganz viele Zeichen. Ein Grund, warum du vielleicht einfach kein Zeichen bekommst, man muss sich manchmal bewusst machen, dass der Verstorbene auch eine gewisse Zeit einfach auch braucht, um in der geistigen Welt sich wieder voll und ganz klar zu kommen oder zurechtzufinden. Weil du musst dir vorstellen, dass der Verstorbene vielleicht auch 40, 50, 60, 80 oder noch mehr Jahre einen physischen Körper hatte und er natürlich beim Hinübergehen in die geistige Welt zwar sofort an einem schönen und guten Ort ist, aber er auch zuerst ein bisschen sich ja, anpassen muss oder wieder lernen muss, wie es ist, ohne physischen Körper quasi eben Zeichen zu geben. Oder einfach, er muss wieder lernen, sich ein bisschen zurechtzufinden. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie wenn du in ein fremdes Land gehst, wo aber die Kultur total anders ist, wo die Gebräuche anders ist, also wo die Sprache du überhaupt nicht verstehst. Da braucht man auch immer mal so eine Zeit, bis man sich einfach so zurechtfindet, bis man so ja, gewisse Dinge einfach wieder kennengelernt hat oder einfach weiß, um was es geht. Doch viele Menschen bekommen Zeichen, Zeichen von außen. Und ehrlich gesagt ist es auch fast die einfachste Kommunikationsform. Und das ist für alle, die diesen Kurs machen, ist es möglich, ein Zeichen von einem Verstorbenen zu bekommen. Es ist viel, viel einfacher, als über die Hellsinne mit einem Verstorbenen zu kommunizieren. Gerade meistens hat man ja einfach eine große Frage. Man will vielleicht wissen, geht es dem Verstorbenen gut oder ist er wirklich immer noch da? Und da können genau diese Zeichen helfen. Es gibt verschiedene Formen von Zeichen. Das kann sein, dass zum Beispiel eine Zahlenkombination die für dich ein Zeichen ist. Das kann eben sein, dass ein Radiogespräch oder die Musik oder irgendwas im Fernsehen ein Zeichen für dich sein kann. Also die Zeichen kommen immer im Außen und sollten sehr klar sein. Wichtig ist, es gibt natürlich auch Zeichen, die haben einfach sehr natürliche Ursachen. Also die haben nichts mit der geistigen Welt zu tun. Ein Zeichen muss immer auch im Zusammenhang mit dem Verstorbenen sein. Was meine ich damit? So diese Zahlenkombinationen sind eine gute, ein gutes Beispiel. Weil da werde ich ganz oft gefragt, dass die Leute mir sagen, hey Pascal, immer wenn ich auf die Uhr schaue, ist zum Beispiel 707. Und wenn ich dann irgendwie ein Autonummernschild mir ins Auge sticht, dann ist da auch die 707 drauf. Ist es ein Zeichen? Ich sage immer so, das kann ich von Weitem nicht beurteilen. Also ich kann nicht von zu Hause aus oder über E-Mail oder so beurteilen, ob das wirklich ein Zeichen war. Wichtig ist,
Wenn du zum Beispiel immer wieder Zahlenkombinationen siehst, dann können das Zeichen sein. Es kann aber auch sein, weil dir einfach aufgefallen ist, dass du zum Beispiel immer die 707 oder 777 siehst, dass du schon unbewusst darauf programmiert bist, wenn irgendwo die 777 auftaucht oder ist, dass du das bewusst wahrnimmst. Also dann könnte es auch einfach diese Programmierung sein auf die Zahlen. Wenn du mit Zeichen mit Verstorbenen arbeiten möchtest, ist es wichtig, dass du dieses Zeichen dann auftritt, wenn du zum Beispiel ganz intensiv an den Verstorbenen denkst oder wenn du gebeten hast, es soll ein Zeichen in dein Leben kommen. Wenn die Zeichen einfach so kommen, können es Zufälle sein oder es könnte natürlich schon auch mal ein Zeichen darunter sein. Viele Menschen schreiben mir zum Beispiel, ja Pascal, seit mein Vater gestorben ist, finden immer wieder Klopfgeräusche statt. Das kann sehr gut sein, weil Verstorbene können manchmal über Klopfgeräusche oder über Knackgeräusche Zeichen geben. Aber auch da, wenn es einfach nur so ein bisschen in deiner Wohnung klopft oder knackt, ohne dass du irgendwie an den Verstorbenen denkst oder ohne dass da irgendein Bezug zu diesem Verstorbenen ist, dann ist es wahrscheinlich nur Zufall. Falls du Klopfgeräusche oder Knackgeräusche hast oder auch Licht an und aus, dann müssen diese Zeichen kommunizierbar sein. Das heißt, nehmen wir an, es klopft und jetzt fällt dir das Klopfen auf und du willst wissen, ist es dein verstorbener Vater? Dann sag einfach in Gedanken oder du kannst es auch laut machen, Papa, bist du das? Also wolltest du mir ein Zeichen geben? Und wenn er das wirklich ist oder wenn das Zeichen aus der geistigen Welt kommt, sollte es in diesem Moment wieder klopfen. Und wenn das nicht stattfindet, dann war das erste Klopfgeräusch wahrscheinlich einfach nur Zufall. Also man kann eigentlich mit Klopfgeräuschen oder mit den Zeichen kann man kommunizieren. Nicht ganz mit allen. Mit einem Radiolied kann man natürlich nicht kommunizieren oder mit dem Fernseher. Aber Klopf- und Knackgeräusche sind eigentlich kommunizierbar. Wichtig ist, wenn du ein Zeichen möchtest, bitte immer um ein klares Zeichen. Das ist entscheidend, weil wenn man dann nachher ein Zeichen bekommt, aber das Zeichen nicht klar ist und man sich nachher überlegen muss, ist das jetzt von einem Verstorbenen, war das nur Zufall oder, dann wird dir das nie so wirklich die Ruhe bringen. Deswegen sag nicht einfach, liebe geistige Welt oder liebe Verstorbene, ich bitte um ein Zeichen, sondern sage immer, ich bitte um ein ganz, ganz klares Zeichen. Spannend ist, dass diese Zeichen auch oft als Spuk dann interpretiert werden. Ja, wenn zum Beispiel das Licht flackert, wenn der Fernseher an- und ausgeht, bekommen dann ganz viele Menschen Angst und denken, hier ist ein böser Geist oder ein Dämon. Nein, wenn du um Zeichen bittest und auch Spukphänomene stattfinden, dass vielleicht ein Bild umfällt, dass vielleicht das Licht ausgeht oder der PC ausgeht oder wieder angeht oder Fernsehen, dann heißt es kein böser Geist oder kein Dämon oder kein Spuk, sondern es ist genau dieses Zeichen. Ich werde aber in einem späteren Video noch auf Spukphänomene genauer eingehen, weil ich weiß, dass es sehr viele Menschen auch interessiert. Deswegen schiebe ich das jetzt einfach mal auf die Seite. Mir ist nur wichtig, falls nach diesem Video, wenn es darum geht, Zeichen zu bekommen, du eben vielleicht ein Spukphänomen erlebst, sei einfach ganz entspannt. Dieses Spukphänomen ist absolut harmlos, liebevoll. Es kommt von deinem lieben Verstorbenen. Weil wir müssen verstehen, die Verstorbenen können uns leider nicht mehr einen Brief aus der geistigen Welt schreiben, in dem sie zum Beispiel schreiben, ja, es ist schön hier in der geistigen Welt, ich bin gut angekommen, Frisur sitzt. Nein, sie müssen eigentlich eben auf elektromagnetische Felder oder auf Elektronik Einfluss nehmen und das sieht dann für uns oft wieder wie ein Spukphänomen aus oder irgendwie, dass es uns dann Angst macht, weil wir ganz viele von uns einfach auch Horrorfilme schon geschaut haben und einfach Dinge dann im Unterbewusstsein sind, dass wir dann, wenn ein Bild umfällt, denken, das muss was Böses sein. Davon musst du keine Angst haben, es wird einfach ein Zeichen sein.